Also, was hat dich daran gereizt, dieses Thema mit diesem Kunstprojekt in St. Petersburg anzufangen? Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich für uns. Das war mir eine Seelensangelegenheit. Ich wollte schon immer Mentalität von beiden Völkern zusammenbringen. Ich wollte schon immer irgendwas realisieren, was Intelligenz und Leidenschaft von beiden Völkern zusammenbringt und was Größeres entstehen lässt. Im Prinzip das, was wir tagtäglich in unser Unternehmen und in unserer Beziehung leben. Ich habe für mich verstanden, dass es eine großartige Kooperation daraus entstehen könnte, wenn solche starke Substanzen aufeinandertreffen, solche starke Völker zusammentreffen, aufeinander neugierig sind und sich gegenseitig ein bisschen mehr öffnen, als es vielleicht ohne so eine Veranstaltung der Fall wäre. Weißt du, was ich total faszinierend finde? Die Tatsache, dass die Entwicklung von Kunst, also der Schaffensprozess, den der Leon uns beschrieben hat, unfassbar gut vergleichbar ist mit dem, was wir in der Softwareentwicklung machen. Also ich konnte mich 100% damit identifizieren, wie der Schaffensprozess für Leon aussieht. Und ich habe mich zu 100% darin wiedergefunden. Das war total faszinierend. Ich war wirklich geflasht, dass das so evolutionär funktioniert, wie ich meine Softwareprojekte seit jeher angefangen habe. Ich fange an, ohne den absoluten Plan zu haben, sondern ich starte eigentlich mit einer Vision und entwickle mich von einem Punkt zum nächsten. Und manchmal lasse ich bestimmte Dinge eine Weile liegen und mache dafür andere Sachen, die das Gesamtprojekt dann aber wieder ergänzen und zu einem Ganzen machen. Und während des Ganzen komme ich auf neue Ideen, die das Ganze noch tiefer, breiter oder besser machen. Und genau so hat er mir jetzt erklärt, dass er das auch macht. Das hat mich total fasziniert. Krass, oder? Ja, weißt du, was Picasso gesagt hat? Der sagte, dass die Malerei ist Kunst der Blinden, dass der Maler mit Gefühl malt. Und ich habe ebenfalls gesehen, dass künstlerisches Prozess, wie Leon das lebt, mit unserem unternehmerischen Prozess was hat. Es hat Leidenschaft, es wird besser mit der Erfahrung. Man muss Mut für Innovation haben und den Menschen nicht vergessen, weil Kunst ist so gut, wie die Menschen das annehmen, wie die Menschen das spüren und was es mit dem einen macht. Genauso ist Software ist genauso gut, wie es für Menschen einen Mehrwert bringt. Das stimmt. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Also ich finde auch die Kombination aus Dirk Geuer und Leon Löwentraut ganz faszinierend, denn die ergänzen sich ganz ähnlich, wie wir beide das im Business auch tun. Der Dirk Geuer hat diese Business-Vision und ist in der Lage, den Leon zu verstehen und ihm die Wege zu eröffnen, die es dem Leon erfolgreich oder ermöglichen, so erfolgreich zu werden. Er schafft die Umgebung, wo die Einzigartigkeit des Künstlers sich entfalten kann. Und so sehe ich auch Unternehmertum. Also es ist unsere Aufgabe als Unternehmer, die Umgebung zu schaffen, in deren die Mitarbeiter deren Talenten, deren Fähigkeiten zugunsten des Businessmodells verwenden und Mehrwert für Kunden, für sich selbst und natürlich für uns als Inhaber schaffen. Ja, das hat mich auch sehr begeistert. Ich habe gestern Abend ein langes Gespräch mit dem Dirk Geuer geführt und wir sind total auf einer Wellenlänge, was
die Vision einer Kooperation mit ganz unterschiedlichen Playern angeht, dass aus so einer Gesamtkombination oder Orchestration der vielen verschiedenen Player erst das Ganze wird. Und nur wenn man diesen Blick hat, dann kann man auch wirklich was Großes schaffen. Und das hat er mir gestern so plastisch dargelegt, wie er die Dinge sieht. Und ich konnte das unheimlich gut auf uns anwenden, weil es passt einfach eins zu eins zusammen. Und das, was wir machen, ist eigentlich fast das Gleiche. Wir haben ein Stück Kunst, die IT und die Produkte, die daraus entstehen. Und wir machen daraus ein Business. Und die Kombination aus der betriebswirtschaftlichen Komponente und der schafferischen oder schöpferischen Komponente macht daraus was Ganzes. Das hat mich total getoucht, weil es genau das ist, was wir auch machen. Und es ist faszinierend, dass man das auf sowas für mich bisher völlig Abstraktes wie die Kunst gut anwenden kann. Also hat mich total immer wieder gepackt, weil ich immer wieder den Touchpunkt hatte. Und dem Dirk Geuer ging es ganz genauso. Also wir haben uns abends verabschiedet und er sagte zu mir, er hat selten so ein inspirierendes Gespräch geführt mit jemandem, der eigentlich überhaupt nicht aus seinem Metier kommt. Und ich glaube, das sagt ganz viel darüber aus, dass wir uns, wie wir uns verstanden haben und dass wir hier die Brücken gut geschlagen haben. Also das war ganz faszinierend. Ja. Ich fand bei Leon faszinierend, dass der sich selber traut. Das ist ein Beispiel von jungen Menschen, der seiner Leidenschaft folgt, der sich nicht ablenken lässt, der sich von Stimmen von außen nicht irritiert. Das war cool. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also der ist mit seinen 21 Jahren unwahrscheinlich fest in seiner Persönlichkeit. Der hat schon eine Tiefe, die in dieser Art und Weise, glaube ich, ganz selten ist für jemanden seines Alters. Das hat mich auch sehr überrascht, muss ich sagen. Also wir arbeiten ja viel mit Absolventen und die sind in der Regel schon älter als 21 Jahre und dort findet man ganz selten schon so eine ausgeprägte Persönlichkeit wie den Leon. Ich glaube, das ist auch wichtig, sowas, also dass ein Künstler wie der Leon das besitzt, das bringt ihm überhaupt erst in die Möglichkeit, diese Tiefe in seinen Bildern auch wiederzuspielen. Ja. Ich habe das gestern, als wir die Bilder das erste Mal sehen durften, live, absolut gespürt, weil diese Tiefe, die der Leon in seine Arbeit steckt oder die er verkörpert, die spiegeln seine Werke wider. Das fand ich total faszinierend. Aber auf absolut autodidaktische Art und Weise. Ich glaube, der geht nicht akademisch bei den Sachen vor. Der vertraut einfach sich selbst. Und dieses Selbstvertrauen habe ich als absolutes Alleinstellungsmerkmal wahrgenommen. Für mich ist die Kunst stellte für mich eine ganz besondere Plattform. Das war wie ein Seelenmagnet für besondere Menschen. Über die ganze deutsch-russische Woche hinweg habe ich die Menschen kennengelernt mit Sinn, Verstand, Vision und auch Erfolg, die ich vielleicht ohne diese Veranstaltung nicht getroffen hätte. Also für mich ist es ein großer Erfolg. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich den Übergang von Technologie und Kunst mittlerweile absolut fließend sehe. Und zwar deshalb, weil es beides Leinwand, also eine Leinwand ist, mit der man etwas erschaffen kann. Ob ich male oder eine Software entwickle, am Ende tue ich das, weil ich daran glaube und einen tieferen Sinn damit darin sehe,
das zu tun. Und beides ermöglicht mir, mich auszudrücken. Dem einen ist halt das Malen in die Wiege gelegt und dem anderen möglicherweise die technologische Plattform oder das Verständnis dafür. Beides ist aber etwas, was auf einem leeren Blatt Papier quasi beginnt und am Ende in etwas Großartigem endet. Und auch der Leon verwendet unterschiedliche und neue Technologien im übertragenen Sinne, Maltechniken, wendet ganz verschiedene Dinge an, um seinen Werken mehr Tiefe, mehr Emotionen, mehr Volumen zu geben. Und genau dasselbe machen wir in unserer Software auch. Also wir entwickeln die Dinge basierend auf neuesten technologischen Trends, auf unter Einbeziehung aller möglichen Potenziale, dem Ganzen maximalen Wert, Nutzen oder eben auch Freude zu produzieren. Und das ist so ähnlich, das war mir vorher überhaupt nicht klar. Also ich habe mich ganz tief verbunden gefühlt mit Leon, als er uns das erzählt hat, wie das bei ihm funktioniert. Und das funktioniert ganz genauso bei mir, wenn ich über Software nachdenke. Aber Qualität eines Bildes und Qualität einer Software wird darin gemessen, was der Mensch, der dem gegenüber steht oder sitzt, als Mehrwert bekommt. Absolut.